So, hallo und herzlich willkommen, auf meinem Kanal Tatschenbau hier im Start. Ja, Freunde, des guten Geschmacks. Lego Star Wars 3, Video Nummer 56, und zwar... Rülot können wir ja nicht einnehmen, gehört uns ja schon, das kommt dann später. Extra Video, aber wir können uns hier einen goldenen Stein holen. Jetzt... habe ich vorhin schon 20 Minuten aufgezeichnet und habe nichts gefunden und musste mich schlau machen, habe das Video gelöscht, hätte ich wohl nicht machen sollen. Und zwar muss man die Raummission freischalten, und zwar indem man auf dem Republikschiff zum Geschützturm läuft und Objekte im Weltraum kaputt schießt, wird die Mission freigeschaltet. Ja, und dann einfach wieder zurück in den Hangar. Ein Schiff besteigen. Ja, wir müssen uns erstmal ein Schiff holen. Ein Schiff besteigen. Wir nehmen natürlich wieder eins mit. Schnellfeuer. Nehmen wir mal das Schiff. Probieren wir mal das aus. Da liegen die Kanonen etwas näher beisammen. So. Und dann schauen wir mal. Dann machen wir schnell den goldenen Stein auf Rülot. Ich bin vor rumgeflogen hier wie so ein Depp und habe nichts gefunden für die Raummission. Und da ist der goldene Stein, den ich da abschießen muss. Genau solche Objekte, so Schrottobjekte muss man abschießen, um das freizuschalten. So. Ja, da muss man halt hier wieder alles abballern, was hier so rumschwebt, rumfliegt. Der Schrott, das spawnt auch immer wieder, das ist auch gut. Schiffe, die einem in die Schussbahn reinfliegen, sind auch gut. Gibt auch gut Punkte, wie man sieht. Und dann haben wir das jetzt gleich fertig. Die Mission und abgeschlossen. Wir haben uns den weiteren goldenen Stein gesichert, meine Damen und Herren. Ja, gut. Das war ein weiterer goldener Stein. So. Den Übergriff können wir nicht machen. Das gibt es dann wieder ein extra Video dafür. Ich hoffe, ich konnte helfen. War ein sehr kurzes Video für den goldenen Stein. So. Gut, leider haben sie das da ein bisschen doof gemacht. Das war Rülot, goldener Stein. Gleich mal abhaken. Übergriff können wir nicht machen. Alles, was blau ist, können wir nur goldene Steine einsammeln, aber keine Übergriffe machen, meine Damen und Herren. Das finde ich irgendwie blöd. Deswegen würde ich sagen, wir machen weiter mit goldenen Steinen. Wir gehen jetzt nach Rugosa, genau, wir holen uns da den goldenen Stein, mehr können wir da nicht machen. Machen wir jetzt mal ein goldenes Stein-Video, weil 3 Minuten ein Video ist ein bisschen zu kurz. Und Freunde, abonniere nicht vergessen, gell? Abo-Knopf drücke, Glocke aktivieren, um nichts mit zu verpassen. Wenn es dann bei euch klingelt, dann wisst ihr ganz genau, der Sergeant Power ist am Start. Gut, jetzt habe ich gerade ein bisschen schwäbisch geschwätzt. Ja. Ja, ist das schön. Ich vermisse mein Schwabeland. So, machen wir uns eine Zigarette. Wir fliegen jetzt alle blauen Planeten an und sammeln uns die goldenen Steine ein. Einfach, weil wir es können. Wir nehmen wieder den Kreuzer. Mit dem habe ich jetzt gerade gute Erfahrungen gemacht. So. Gut.
sind dann wieder solche Dinger und ich brauche ein anderes Schiff. Ich brauche Raketen. Ha! Wie gut, dass wir das wissen, ne, Freunde? Dass wir Raketen brauchen. So. Gut, was haben wir denn da hier? So, dann müssen wir gucken, dass wir die Weltraummission erstmal hier starten. Genau, da ist das Ding. Okay, die trifft man viel besser jetzt. Also die sind besser als die goldenen. Das muss ich sagen, Freunde. Und geschafft haben wir. Das war der goldene Stein auf Rugosa. So. Na, ich will doch landen. Lass mich landen. So, geht doch. So. Saloy Okami, oder wie das heißt. Saloy Okami. Fliegen wir hin, holen uns den goldenen Stein. Jan kommt, der Lappen. Verpiss dich. So, wir nehmen wieder Schnellfeuer. Und hoffen, dass uns das Schnellfeuer reicht dazu. So, bis jetzt sieht's gut aus. Na, ich brauche Torpedos. Das ist die Scheiße. Da hätten sie ruhig mal einen Hinweis verstecken können. So, nehmen wir den. Ja, so ein paar Hinweise wären schon gut gewesen, würde ich sagen.
Und geschafft. Nice. Wieder ein goldener Stein. Schön. Wie viel haben wir denn jetzt? Oh, wurde uns so gar nicht angezeigt. Okay. Dann fliegen wir jetzt wieder rein und gehen wir dann zum nächsten Planet. So, das war Saleo Kami. Gut. Hey. So, wir landen. Und dann gehen wir zum nächsten Planeten über. Der da heißt Christophsis. So. Gut. Christophsis. Sollen wir da jetzt. Ja, wir machen jetzt erstmal die goldenen Bricks. Würde ich sagen. Ja. Wir machen erst die goldenen Bricks, meine Freunde. So, und man weiß nie, was man braucht da. Sieht schon geil aus, die Animation da oben. Das muss man mal von der Brücke beobachten. Das machen wir auch noch von der Brücke. So, was nehmen wir? Wir nehmen jetzt erstmal ein Landungsschiff. Ein Landungsschiff mit Schnellfeuer. So. Ach, lass mich doch in Ruhe. So. Dann wissen wir, wir brauchen Raketen. Wir brauchen Raketen für diese Mission. Das ist doch scheiße. So, wir nehmen Raketen und Torpedos. Und dann gucken wir erstmal, dass wir die Raummission starten, bevor wir irgendwas abballern. So. Wäre vielleicht angebrachter, sicherer, besser. So, genau da ist es. Nun haben wir auch geholt, sehr schön. Christophsis. So. Schön. So, dann fliegen wir zum nächsten Planeten. Gut. Ja, Freunde, machen wir erst so. So, das war Christophsis. Dann fliegen wir nach Malastare. Ist besser, wenn man erstmal so die goldenen Bricks einsammelt, daraus ein Video macht und später dann die Übergriffe. Dass es da kein so ein Durcheinander gibt. So. Dann holen wir uns wieder ein Schiff.
Mit Schnellfeuer. Immer zuerst Schnellfeuer. Und man weiß nie, was man wegschießen muss. So. Schnellfeuer, genau. Da brauchen wir Schnellfeuer für. So. Um Schwarze zu beschädigen, benötigst du ein Separatistenschiff. Okay, wir holen uns ein Separatistenschiff. Es ist doch scheiße. Oh, egal, dann holen wir uns halt ein Separatistenschiff. Was soll's? Gut. Dann haben wir die Seelenlose. Ja, genau. Ich brauche einen mit Torpedos. Ach du Scheiße. Das muss ja mal gesagt werden, sowas. Ah. Ja, Raumschiffmission abgebrochen. Das ist eine. Wisst ihr, die Scheiße ist, wenn ein Kind sowas spielt. Raketen und Torpedos. Wenn ein Kind sowas spielt, ein Kind kommt doch da gar nicht drauf. Oh, nee, also. Ganz ehrlich, ich verurteile denjenigen, der das Spiel programmiert hat. Das ist ein riesiger Depp. Oh, wie soll man das in der Zeit schaffen, Alter? Raummission fehlgeschlagen. Ja, das ist doch ein Witz, oder? Das ist ein echt großer Witz mit Anlauf, diese Mission.
Ah, jetzt hat's geklappt. Eieieiei. So, mal lass der. So. Gut. Dann werden wir mal landen. Also, manche Sachen in dem Spiel werde ich nicht verstehen. Kann ich einfach nicht verstehen. So, wir haben die 91%. So, dann gehen wir jetzt nach. Geonosis. Um uns da den goldenen Stein. Wir machen jetzt erstmal die goldenen Bricks, meine Freunde. So, nein. So. Gut. Wir nehmen Schnellfeuer zuerst. Wie immer. So. Gut, Schnellfeuer ist okay. Ah, da war das gerade. Da ist es doch. Um die Mission zu starten. Ja, genau. Mission abgeschlossen. Schön. Haben wir auch. So, Geonosis. Wunderbar. Dann landen wir wieder und fliegen gleich zum nächsten Planeten. So. Jetzt haben wir die ja bald alle in uns. So, das war jetzt Geonosis. Nari Dingsbums, Maridun. Fliegen nach Maridum, genau. Florum haben wir ja schon. So. Während man im Hyperraum ist, kann man hier kein Schiff auswählen. So, wenn dann wieder ein mit Schnellfeuer und dann sehen wir ja, was wir brauchen, wenn wir draußen sind. So. Okay, einfach nur ballern. Geh doch weg da. Jo, das heißt, wir müssen erstmal wieder hier. Ah, stimmt.
Da müssen wir jetzt, glaube ich, das rote Schiff abschießen. Um die Mission zu starten. Das heißt, wir landen, gehen zum Geschützturm, schießen das Ding weg. So, nur wo war der Geschützturm? Wo war der Geschützturm? In welche Richtung war der? Ich glaube, da war in die Richtung, ha? Wir brauchen den Geschützturm. Ja, da ist der Geschützturm. So, da ist das rote Schiff. Raummission freigeschaltet. So. Und wir kriegen noch gut Münzen dazu. So schaltet man auf Maridum die Mission frei. Easy peasy. So, dann bauen wir nur noch ein Schiff. Und dann geht's ab. Easy peasy. Meine Freunde, easy peasy. So, wir nehmen die Seelenlose. Irgendwie das geilste Schiff finde ich's. Ja. So, jetzt haben wir die Weltraummission frei. Ja, wir müssen hier solche. So Schiffe hier abschießen. Okay, ist gar nicht so einfach. Bleibe ich einfach hier stehen und warte, dass die auf mich zufliegen. Ist doch einfacher, als wie so ein Depp da rumzufliegen. Haben wir geschafft, jawohl. So, Maridan, haben wir. Gut. Florum haben wir schon. Dann haben wir uns noch 1, 2, 3, 3, 3 Planeten, wo wir noch die goldenen Bricks sammeln können. Gut, machen wir. Gut. So. Rusan-Mond. Wo ist denn der? Rusan-Mond. Haben wir hier. Gut. Und schalten wir jetzt da. Machen wir, holen wir da uns den goldenen Brick. So. Ja, Schnellfeuer. Und ab geht's nach draußen. So. Ist immer schön zu sehen, was es da gibt zum Abschießen. Auf jeden Fall nur Müll, Weltraummüll.
So. Dann bleiben wir mir einfach so stehen wieder. Das Gute daran, die fliegen ja direkt auf mich zu. So gefällt mir das. Hätte man viel früher drauf kommen können. So, somit haben wir die auch abgeschlossen. Wir haben gleich 40 Millionen haben wir jetzt. 40 Millionen. So, Rosamond haben wir. Und Goldenstein. Da kommen wir jetzt nach Quell. Ich weiß nicht, wie viele goldene Steine wir da jetzt insgesamt haben. So. Einiges, meine Freunde, einiges. Wenn ich jetzt so gucke. 100 haben wir, 100 goldene haben wir schon. Von 130. Ist doch schön. So, und dann gehen wir jetzt nach Quell. So. Da ist Quell, genau. So. Wir fliegen nach Quell, holen uns den goldenen Stein. So, jetzt drehen wir uns kurz eine Zigarette. Dann holen wir uns das Schiff und dann den goldenen Stein. Oder vielleicht noch ein anderes Schiff, um den goldenen Stein zu holen. So ein Scheiß, Freunde, ich sag's euch. So ein Scheiß. Ja, das ist ein richtiger Scheiß ist das. Ich hätte gedacht, dass ich so viele Videos machen muss von einem Spiel, Alter. So. Vor allem die Spielzeit, die wir hier schon investiert haben in das Spiel. Ist einfach der Hammer. So, jetzt sind wir auf Quell. Okay. Okay, es sind Trümmer, die hier runterkommen. Jetzt. Ich glaube, hier brauche ich ein anderes Schiff. Ich glaube, hier ist ein Schiff gut mit Torpedos. Mit Raketen. Weil die Raketen die Objekte verfolgen. Na, meins mit Raketen. Ach ja. Aber dann wisst ihr wenigstens mal, wie man an die goldenen Steine kommt, wenn ihr nicht weiß, wo, wie, was, so wisst ihr das jetzt. So. Gut.
Ja, das Beste mit Raketen. Gut, dann haben wir auch. Auf Quell. So, dann können wir wieder landen gehen. Junge, 40 Millionen haben wir schon. 40 Millionen, 192.000. So, wir landen. Jetzt haben wir nur noch der tote Mond von Antar. So. Der tote Mond von Antar. So, wir nehmen Schnellfeuer, wo wir vielleicht doch die Raketen noch besser werden, aber das sehen wir ja dann. So, sind wir auf dem toten Mond von Antar. Jetzt müssen wir mal gucken, was die hier. Okay, dann ist es gut. Jetzt, da war er gerade, da war er gerade. Mit dem wir starten müssen. Ja, das soll auch treffen. Ich weiß gar nicht, wohin schießen soll, Alter. Aber wir haben es geschafft. So, wir haben alle goldene Bricks gesammelt, die es so zu sammeln gab. So. Gut. Dann haben wir das gemacht, meine Freunde. So. Sehr schön. Gut, dann haben wir als nächstes nur noch die Separatisten und die anderen Übergriffe, die wir machen müssen. Kriegen wir auch alles hin. Würde ich mal sagen. Ne, Freunde. So. Ja, gut, dann war das der tote Mond von Antar. Ja. Das waren die goldenen Bricks in Raumschlachten. Das heißt, wir haben jetzt 102 goldene Bricks. Das heißt, uns fehlen noch 28 goldene Bricks. Das heißt, das wäre dann gerade noch die ganzen Sachen hier. 28 Separatistenübergriffe, so wie ich das sehe. Moment. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 lese ich da.
Irgendwas brauchen wir dann keinen Separatistenübergriff machen. Republikanischen Übergriff, also Separatistenübergriff. Aber das kommt dann hin. Ja, dann sind es noch ein paar Videos, die wir machen. Ja, aber vielleicht packen wir dann zwei Planeten in ein Video rein oder so. Das sehen wir dann, wie wir das machen. Ja, meine Freunde. Wenn euch das Video gefallen hat, auf jeden Fall Daumen nach oben da lassen. Würde mich sehr freuen. 92,1% haben wir schon. 43 Stunden in dem Spiel. Wow, Freunde, das ist was, ne? Ja, Daumen oben da lassen. Wenn ihr mich mit dem kostenlosen Abo unterstützen wollt, dann einfach den Abo-Knopf betätigen. Schon seit Ende Power Army und dann auch die Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Wenn es bei euch klingelt, wisst ihr ganz genau, Sergeant Power ist am Start. Sergeant Power hat ein Video hochgeladen. Sergeant Power ist lost in einem Game. Und wenn ihr mal im Livestream dabei sein wollt, dann auf www.twitch.tv/xsdgdxpower oder dem Link in der Videobeschreibung folgen. Und wenn jemand wenn jemand Trinkgeld da lassen möchte, dann auf www.paypal.me/xsdgdxpower oder auch in dem Fall den Link in der Videobeschreibung nutzen, meine Damen und Herren. Ja, da bleibt mir nicht mehr viel zu sagen für heute. Lasst euch nicht ärgern, nicht von den Wanzen beißen, wenn ihr schlafen geht. Lasst die Hände über der Bette gespielt, nicht an euch selbst rum. Lasst euren Partner, Partnerin machen. Alles andere ist ekelhaft. Ja, meine Freunde, und ich denke mal, zum Wochenende werden wir mit dem Spiel 100% fertig. Genau. So, meine Freunde, für mich war's das. Ich bin dann raus. Ja, lasst euch nicht ärgern, nicht von den Wanzen beißen. Wenn ihr schlafen geht, lasst die Hände über der Bette gehen. Aber das hatten wir ja schon. Ah, oh, Mist, ich bin gerade ein bisschen lost. Ich bin raus für heute, Leute. Wir sehen uns im nächsten Video, im nächsten Livestream wieder. Macht's gut und bis dann. Ciao, ciao.